Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge hier im neuen Projekt. 300.000 Euro und ein Schlepper. Ja, den Hof habe ich euch ja soweit schon gezeigt. Da hat sich jetzt nichts groß verändert. Ihr seht, der Kontostand hat schon ganz schön abgenommen. Und zwar habe ich mich in der Zwischenzeit schon so ein bisschen hier eingerichtet. Ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, welchen Hof wir haben. Und zwar sind wir der Kuhhof. Tolle Milch. Ja, und da wir Richtung Kühe gehen, habe ich mir natürlich schon das entsprechende Equipment geholt. Das zeige ich euch jetzt mal. So, hier steht unser Fass. Da ich schon so Richtung John Deere gehen möchte, habe ich auch alles, was möglich war, in den John Deere Farm gemacht. So, hier steht unser Ladewagen. Hier steht unser ganz normaler Anhänger. Der Johnny hat ein Gewicht bekommen. Hier steht unser Mähwerk. So. Hier steht unser Schwader. Dort habe ich uns mal eine kleine Schubkarre gegönnt. Schon für die Vorbereitung auf unsere Hühner. So, hier steht unser Wender und der Düngestreuer. So, das war soweit erstmal alles, was wir an Technik haben. Reicht ja auch für unsere Zwecke voll und ganz. Und das, was uns fehlt, ist in diesem Projekt so, da fragen wir dann die Jungs, ob sie uns das leihen können. Ja, ach, Kühe haben wir schon. Die gilt es heute zu versorgen. So, ich dachte, ach, Kühe reicht für den Anfang. Ja, vermehren tun sie sich alleine. So. Dann natürlich sind noch paar Felder dazugekommen. Eine Wiese. Die Wiese ist ganz wichtig. Und als allererstes werden wir heute erstmal unsere Wiese mähen. Dann natürlich, sobald noch Zeit ist, Gras einsammeln und den Kühen das erste Futter schon geben. So, aber wir fahren erstmal zu unserer Wiese. Ein Glück, der Nachbar hat das nicht gesehen. Die Ahre können wir erstmal ausmachen. Ja, ich dachte mir von Anfang reicht uns erstmal ein Frontmähwerk. Ja, die Wiese, ihr seht schon an den weißen Stellen. Hier war mein erster Versuch, einen Hof zu bauen. Aber wir wissen ja, Wiese und Hofbauen hat total nicht funktioniert. Also habe ich soweit wieder alles abgerissen, mir hier raus eine Wiese gemacht. Ja, und dann Heiko um Hilfe gebeten. Ja, also mein Versuch, der ging total in Hose. Deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert, bis hier bei mir jetzt die erste Folge kommt und vor allem das Intro kommt. Aber nun habt ihr ja mittlerweile das Intro schon gesehen. Ja, und ich hoffe, das Projekt kommt bei euch genauso gut an. Ja, und mal sehen, ob wir mit 300.000 Euro wieder rumkommen.
oder ob wir ja, nach einem Jahr oder so pleite gehen. Lassen wir uns doch mal dazu überraschen. Ja, wie gesagt, hier kommen die Folgen unregelmäßig. Also für die gibt es keinen festen Zeitpunkt. Immer mal wieder werde ich euch da mitnehmen. Euch zeigen, wie weit der Ruf schon ist. Und ja, wie sich alles soweit entwickelt. So, ich fahre erstmal zwei Vorgewände. Dann mal gucken, ob ich irgendwie in die Mitte durchstecken kann. Ja, ich dachte mir von Anfang reicht so ein Frontmähwerk vollkommen. So groß ist ja die Wiese jetzt auch nicht. Also denke ich mal, sollte das schon soweit okay sein. Ja, ich dachte mir, die Videolänge mache ich abhängig davon, was wir jetzt gerade machen. Aber ich denke mal so zwischen 20, 30 Minuten ist vollkommen okay. Wenn es natürlich mal was Spannendes gibt, dann können die Folgen auch mal länger werden. Aber bis dahin, ja, denke ich mal, sind so 20 bis 30 Minuten Folgen vollkommen okay. Was mit Nähen zu tun. Mal gucken, ansonsten muss ich das Gras alleine rinden und die Kühe das erste zu füttern gehen. Ja, ich dachte mir, wir machen das so ganz langsam Stück für Stück. Erstmal kriegen wir unsere Kühe Gras, danach dann Heu. Ich denke mal, dann werden sie Silage bekommen. Und dann ganz zum Schluss versorgen wir sie mit Mischfutter. Mal gucken, ob ich meine Mischfutteranlage bekomme oder ob ich anfangen muss, das Futter selbst zu mischen. Also ich würde ja gern mit Mischfutteranlage.
weiß nicht. Ja, müssen wir mal schauen. Lasst euch da überraschen. Ja, nachdem ich dann das Gras eingesammelt habe, muss ich dann natürlich wieder schauen, was die Wiese braucht. Kalk, was auch immer. Und dann kann ich die Wiese ja schon wieder vorbereiten. So, beim nächsten Schnitt möchte ich dann Heu draus machen. Damit die Kühe dann beim zweiten Mal schon hochwertiges Futter bekommen. Dann muss ich zwischendurch auch noch ein bisschen Stroh organisieren. Ich habe gar nicht nachgeguckt. Obwohl, können wir ja schnell gemeinsam machen. Ob hier jemand Stroh verkauft. Stroh. Nee, leider nicht. Bedeutet also, wenn müsste ich mir erstmal für die erste Zeit Strohbahn vom Müller besorgen, bis wir dann im kommenden Jahr unser eigenes Stroh ernten können. Ja, ist ja gar nicht mehr allzu viel von unserer Wiese übrig. Ja, war ja schon ganz schön geschafft. Da haben wir erstmal eine ganze Weile was zu futtern. Können Sie sich dann erstmal den Bauch vorschlagen?
dahin geht ja doch recht fix. Wie wir bloß eine. Na gut, so klein ist die Wiese gar nicht. Für unsere Zwecke reicht. Ja, schon sehr gut aus. So, aber ich denke mal mehr wie die Wiese. Werden wir jetzt sowieso nicht schaffen. Ich muss mal gucken, entweder sammle ich das Gras alleine ein oder ich nehme mich dann mit. Ja. Bin ich mir noch unschlüssig, wie ich das handhabe? Lasst euch da am besten überraschen. Auf alle Fälle, ja, ich denke mal, wenn ich mir so die Bahn angucke, wird hier doch einiges unterkommen. Aber gut, umso länger haben wir den Vorrat. Dann hätten wir unsere Wiese das erste Mal schon mal abgemäht und können unsere Kühe schon mal das Wasser reinschmeißen.
So ist die Wiese gleich fertig. Ja, schreibt es mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Projekt haltet. Vielleicht habt ihr ja auch den ein oder anderen Tipp, wie ich hier wirklich bloß mit 300.000 Euro überlegen kann. Vielleicht so ein paar Spartipps oder so. Ja, vielleicht habt ihr da einen ultimativen Tipp. Aber jetzt bitte nicht schieben oder so. Das ist eher weniger. Es soll schon so realistisch wie möglich sein. So. Und dann war es das auch schon. Dann würde ich auch sagen, das soll es mit der ersten Folge erstmal gewesen sein. Ich möchte mich bedanken, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir doch ein Däumchen, Abo oder Kommentar da. Und mich würde es auch freuen, wenn ihr demnächst mal wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Nachmittag. Tschüss!